Leute, wir schauen uns heute ein Video an von den lieben Julian Bam und zwar das letzte Märchen in Asozial. Ja, und ich durfte auch, by the way, eine kleine Gastrolle spielen. Ich freue mich auf jeden Fall mega, das Ganze mir anzugucken und wie das Ganze geworden ist. Link dazu in der Videobeschreibung, lasst ein Like da. Ich denke, ihr habt das Video schon gesehen. Egal, wir reagieren trotzdem darauf, okay? Ich wollte sehen, wie Ju mich im Video darstellt. Let's go. Daumen nach oben ist da und lasst uns anfangen. Okay. Märchen mit selber. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kinderaugen weinen. Schmutz. Denn dies ist das letzte Märchen. Okay. Asozial. Warte. Ah, das ist ein Easter Egg. Alles Gute zur Vaterschaft in Scope 21. LOL. Denn dies ist das letzte Märchen. Nice. In GG in Scope. Im nobelsten Geringverdienerviertel von London, wo nicht nur die Bevölkerung, Thomas, sondern auch der Regen sauer war, lebt. Dreiartige, finanzschwache Pflege. Man rief sie bei ihrem Namen. Statist A, Statist B und Candy. Lieber Herr Jesus, Candy, bitte hilf uns und hilf allen anderen Armen. Amen. So, Schlafenszeit. Aber eines klanglosen Abends wurde der nächtliche Fiebertraum der drei unterbrochen durch ein mutterloses Muttersöhnchen. Oh Mann, geht Japan! Wir haben kein Geld. Bist du Herr Jesus? Doch unser zwielichtiger Held beruhigte sie, indem er ein Gedicht vortrug, das er extra für Geringverdiener vorbereitet. Extra für Geringverdiener? Hatte. Also auf uns. So muss es sein. Valentino Supreme Giro, dicker Stein. Louis Vuitton, du sogar in meinem Bein. Ihr seht nicht aus wie Hartz IV, sondern Hartz I. Und ich fühl mich krasser. Komm in eure Hut, wenn ich lange nicht gelacht hab. Unser Leben satt. Gering verdiene Papa. Hier ist Toast mit Zwiebeln und nennt dich dann Papa. Ich mag Zwiebeln nicht. Mögt ihr Zwiebeln? Die sind eklig. Drum haben wir aus Versehen seine Adresse geliebt. Halt die Fresse. So cool, so fresh. Das Gesicht gerade. Weil er so reich ist, lässt ihn jede rachen. Er hat den Big Trip wie ein Ehrenmann. Ich kleb an seinem Arsch ein Leben lang. Ich frage mich bis heute, wie Ju auf diese ganzen Stories gekommen ist, ich da, ne? Denk, wie wir als Kinder waren. Es gibt ein Land namens Schlimmer Bland, wo jeder unter sich. Was war da gerade für ein Bild? Von wem war das? Wer ist das? Wer ist das da unten? Ich weiß nicht, wer das ist. Ah, shit. Und Teile, die reinkicken, wie bei Rinder waren. Komm mit in die Mine, namens Ketamine. Ketamine. Obwohl ich den ganzen Tag deale, die verpackt und ab wie Kunden gibt es viele. Lass dich an meinem Sarg fest, wenn ich mit dir fliege. Komm! Durch die zarten Klänge gewann er die Zuneigung der Kinder, die noch nie in ihrem Leben so richtig verprügelt wurden. Ey, allgemein dieser Winkel beim Film. Dieser Winkel hier durch beim die Film. Klänge gewann er. Und dass er ganz kurz wegkommt, dass er das sieht. Die Zuneigung der Kinder, die noch nie in ihrem Leben so richtig verprügelt wurden und deshalb blauäugig mit jedem Fremden mitgegangen wären. Alles, was Keta brauchte, war ein bisschen Feenpepp von der Fee Peppa Pep. Peppa Pep. Du siehst aus wie mein nächster Ehemann. Mach keine Faxen, ja? Warum habe ich keine Wirbelsäule? Hier, lass ihn kicken gleich richtig rein. Oh. Ist das Keta? Nein, ich glaube, das ist Feenstaub. Er riecht aber so wie Keta. Dann frag doch mal Keta Pan. Keta? Wow! Keta Panini! Sorgen? Keta Panini, ja, ja. Cyclohexylaminen in der präkoxen Adoleszenz für eine Dysfunktionalität der Zytokinese? Was? Ich hab gar nicht zugehört. Was ist das? Die Galaxy Bud 2, Farbe Oliv, passen perfekt zu meinem Outfit. Werbung! Damit ich euch Kinder nicht mehr hören muss. Wem redet der da? Weiß nicht, ich glaube mit der Kamera. Let's go! Brauchen wir nicht auch Feenstaub? Nein, ihr seid schon bezaubernd genug. Cool! Cool, danke! Und so voll lieb. Machten die vier sich auf den Weg Richtung Schlimmerbland. Keta Pan. Ah. Ey, bis jetzt hatte jeder eine coole Rolle, ne? Ja. Oh, würde ich schon sagen. Ah, okay.
Keta Pan hat ihn runtergehauen. Oh, sorry! Keta! Warte! Warte! Am unerforschten Arsch der Welt durchkreuzte ein Schiff, welches ein Fass war, in dem ein Schiff war. Was ein Fass war, in dem ein Schiff war. Neben dem ein Fass war. Neben dem ein Fass war. Wie kommst du auf diese Sachen, Ju? Warum? Hä? Ich check's nicht. Ein Schiff war. Ach Mann. Wenn jetzt nur noch ein Fass drauf ist, ne, irgendwie. Sieben Weltmeere. Atomkraft, ja bitte. Tentakel, Hentai-süchtiges Pack-Piraten. Noch bitter verkatert von der letzten Gin Tonic-Orgie, hatten ihre allmittagliche Morgenroutine. Saufen. Sie schworen lebenslange Treue dem Mann, der ihnen die zweite Season von Squid Game versprach. Zweite Season von Squid Game. Captain Fook! Gefürchtet wegen seines Holzbeines. An seinem Arm. Elendiges, vogelfreies, landversifftes, immer noch an der Mutternucke des Park! Nein! Seid ihr bereit, mehr CO2 in die Luft zu pumpen? Nein! Ich bin ein Papagei. Wo ist mein Rum? Ja, Captain Fook, Captain Fook. Grüßgür. Und jetzt? Och Mann, ist doch. Ach, Joe! Ich so, oh Mann! Ach, mein. Ha! Ja! Toll! Oh Mann, ich liebe es, mit Joe zu filmen. Oh Mann. Und jetzt? Oh. Lass uns nachhaltig los angeln! Hey! Was soll ich sagen, Leute? Ja, also ich bin sehr stolz auf meine Rolle als Papagei auf der Schulter. Ui, Memo. Ui. Ui, ui. Schau mal hier. Ist ja gar nicht mehr da. Die Monta-Anspielung. Keta Pan? Keta Pan? Keta Pan! Nee! Keta Pan! Keta Pan! Keta Pan! Och, Mann. Ah, guck mal. Ganz kurz, pass auf, ganz kurz, okay? Ju meinte zu mir, Maxi, du wirst die allerbeste Rolle von allen bekommen. Du wirst dich richtig freuen. Die Rolle wird dir richtig Spaß machen. Ich dachte mir so, oha, cool. Hört sich toll an. Ja, oha, wann so, wo soll ich sein? Er gibt mir Koordinaten, ich fahr hin. Und dann sagen sie, ja, du spielst, den Finger auf Ju's Schulter und hast einen Greenscreen-Anzug an, der nicht rausgeschnitten wird. Ich war da so, ah, cool. Ja, jetzt noch umdrehen ist eh doof. Aber ja, komm, ziehst du durch. Ach man, egal, es ist lustig. Okay, es ist lustig. Aber auch ein bisschen demütig. Verdammt, mein Kreuzfahrtschiff. Captain! Es hat dich so. Captain, wir haben Keta Pan gesichtet. Keta Pan? Jawohl! Alle Mann an die Kanone! Sind das Piraten? Sind das Piraten? Natürlich sind das Piraten! Guck! Feuer! Scheiße! Die haben aufgerüstet! Holy shit! Oha! Wieso triffst du nicht? Wieso trifft er nicht? Captain, ich glaube, ich bin für diesen Job nicht gemacht! Nachladen! Hey! Hörst du das? Was? Ja, hör doch mal, was ist das für ein Lärm? Was? Schiff mit 70 Kilo Gras, das Schiff trägt den Namen Delara. Von ihr kassieren wir Hartz IV zusammen und sniffen uns die Birne zu. Machen Stress ohne Grund, ja, so wie Flair, haben Laser stark wie Todesstern. Wir ballern, als wenn wir auf Drogen wären und schlitzen da die Krebsen zu. Oh, Mann. Die Kids können sich nicht mal wehren, wenn der größte Huso ist Keta Pan. Der hat unserem Captain sehr weh getan. Und das ist das Wort vor dir. Oh, oh, oh.
Was war das? Babu, Statusbericht! Wait, das sind doch die alten Teile noch von ihm. Lol. So gut, die Lieder, ne? Die sind so gut! Oh, Mann, der ist weg. Oh. Oh. Oh nein! Oh, ich weiß jetzt, was jetzt kommt. Das ist so demütig. So. Hat man es eigentlich gesehen? Oh Mann. Ich sag mal so, okay, Leute. Captain? Ich sag mal so. Es hätte mich schlimmer treffen können. Ich glaube, ihr wisst warum, oder? Ich glaube, ich brauch's nicht erwähnen. Der Name fängt mit einem R an und endet mit Inside. Also, den hat's schlechter erwischt als mich, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Warum jagen wir Peter Pan eigentlich? Sie waren wie Bros im ganz großen Stil und spielten das Spiel mit dem Krokodil. Doch Peter Pan, der Keck, konnte niemals verlieren. Drum musste er das Spiel mit scharfen Klingen präparieren. Des Freundschaftsband dadurch entzwei, wie des Captains Arm. Ja, der ganze Arm ist ab. Ah, die Mom. Er schmiedete den Racheplan gegen seinen einstigen Bro, den Kinder. Hey Leute, sorry, wenn ich manchmal nicht kommentiere, aber ich bin selber voll erstaunt von der ganzen Geschichte, okay? Es macht einfach nur Spaß zuzugucken. Gut, dass eine elektronische Kerze ist, ne? Oh shit, Burdick. Oh, Vogel auch tot. Nachdem Keter und Candy zweimal geblitzt und viermal vom Blitz getroffen wurden, kamen sie endlich in der Ketamine auf schlimmer Band bei den Lost. Dieses Landen. Wow, ein paar Lumpas, aber ein hässlich. Oha, oha. Halt dein Maul, es ist das Beusteller, Kinder live. Blutbahn voll Chemie und Scheiß. Ich muss sagen, ich kriege irgendwie so von dem Song her so ein bisschen Tadel-Vibes. Ich kriege einfach richtige Tadel-Vibes irgendwie bei dem Song. Gesundheit, danke. Ey, komm nur, komm nur. Ich verpasse dir so ein Holzbein. Da bist du viermal nicht runter, du bist. Fass mich nicht an. Ey, denkt jemand mal an mich? Habt ihr mich schon vergessen? Pietro Lombardi. Oh. Oh mein Gott, das Krokodil. Krokodil. Immer geht es nur um euch. Aber es ist mein Ruf, der kaputt geht. Und nicht deiner. Oder deiner. Hauptsache, Carpaccio geht's gut. Carpaccio? Ich heiße Carpaccio. Sohn?
Papa? Mein Carpaccio. Ich heiße auch Carpaccio. Ich habe Zwillinge. Papa, ich habe Sterben. Oder? Ich heiße auch. Ich auch. Ich heiße auch Sniff. So weit. Ey, das ist. Ich will ja nicht sagen, ne, aber also, ne, also, das sieht schon ein bisschen aus wie ein Needle Onesie von mir, okay? Ich hätte auch die Krokodil sein können. Scope nicht der Einzige, der mit seiner Vaterschaftskunde für Krokodilstränen sorgte. Das Krokodil reiste mit seiner neuen Familie an die Copacabana. Wir haben beide alles verloren. Ich, meine Crew, du, deine Umpa-Lumpas. Stehen wieder ganz am Anfang. All die Jahre habe ich dich voller Hass gejagt. Und jetzt stehe ich vor dir. Und das Einzige, was ich will, ist zusammen mit dir den größten Schatz der Welt zu finden. Einfach mal ganz kurz One Piece einbauen. Warum auch nicht, Ju? Wie komm auf diesen Text? Ich check's nicht. Irgendwo auf der Grand Line versteckt wurde. Oh, wow. 50-50. Auf der Suche nach dem Schatz fanden sie ebenso heraus, dass sie ein fiktives Produkt von auf Substanzen hängen gebliebenen Autoren waren. Interessanterweise kamen diese Substanzen von der Copacabana. Alle waren glücklich und zufrieden. Hallo? Bis auf Candy. Also tat sie, was alle Frauen tun, wenn sie sitzen gelassen werden. Sie tanzte. Ist das so ein Ding bei Frauen? Ach, Candy, mein hässlichstes Kind. Was machst du denn hier am Fenster? Ach, Mutter. Ich hatte gerade den unnötigsten Traum meines Lebens. Sag mal, wo sind eigentlich deine Brüderchen, Statist A und Statist B? Oh oh. Ich hab sie nicht umgebracht! Oh, F, Candy. Zur gleichen Zeit, in einem unscheinbaren Wald, passierte etwas, ich muss niesen, was keiner der Bewohner des Märchenwaldes mitbekommen hat. Außer ihm hier. Elfried Eichelhardt von Sack. Geil, damit mache ich mir später eine gute Suppe. Genannt Rotkäppchen. Hier ist gut. Kaum hatte das Rotkäppchen den Sack vergraben, vergaß es ihn auch schon wieder. Über tausende von Jahren ruhte das Säckchen tief unter der Erde. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Beginnt Mai 2022, oha. Dass diese Übergreifung, ne, so dass die Dinger miteinander so connecten, das ist so smart, Alter. Wie betrunken war Ju dabei? Als er sich diese Dinger überlegt hat. Also, jetzt mal Retalk, Ju, du musst doch auf einen anderen Stern gelebt haben dafür, oder nicht? Okay, Leute, das war's mit dem Video. Schaut bei Ju vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung. Lasst ihn gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und holy shit, ich check's nicht, wie er darauf kommt. Okay, ich check's einfach nicht. Leute, ich hab euch ganz lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.